Läuft schon? Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Freunde, wie ihr seht, bin ich mal wieder unterwegs und nicht zu Hause. Warum rede ich eigentlich so aufgedreht? Ich weiß es nicht. Ich bin hier in einem Hotel in Berlin. Yeah! Okay, wir müssen mal ganz kurz checken, Freunde, ob es denn auch den Berlinern gut geht, oder? Berlin! Seid ihr gut drauf, oder was? Ich denke, jetzt ist jeder wach. Freunde, ich gehe jetzt los, denn für mich geht's jetzt auf die Gamescom. Ich bin hier gerade eben noch alleine im Hotelzimmer. Aber, wie vielleicht der ein oder andere gesehen hat, steht hier noch ein zweiter Koffer. Und zwar bin ich mit dem lieben Alper hier in Berlin. Und wir fahren jetzt gleich zusammen nach Köln zur Gamescom. Let's go. Freunde, ich stehe jetzt hier auf jeden Fall vor dem Hotel. Und wer hätte es gedacht, Alper ist mal wieder zu spät. Ich muss auf den Privat. Alper, Bruder, wo bist du? Fantreffen, alles sind da, Digga. Wir warten auf dich. Alper, Digga, wo bist du? Da ist der Mann, Digga. Freunde, harter Cut. Wir sind auf jeden Fall hier angekommen jetzt in Köln. Wir haben auf jeden Fall hier jetzt schon die Nacht verbracht. Und schaut euch mal an, was wir uns genehmigt haben. Hola, can I enter the room? Room service. Do you want some breakfast? Here. Spiegelei. Omelette mit Kräuter. Und Leute, einfach Frühstück ins Zimmer bestellt, Digga. Was ein Leben. Bruder, du brauchst definitiv was zu essen, ich schwöre, Bruder. No, you can eat. Okay. Freunde, jetzt sind wir hier auf der Gamescom. Wir steppen hier gerade rein. Mit der Gang. Mach mal Lade, Bruder. Yeah. Perfekt, Digga. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier in so einer Lounge. Wir haben jetzt den ganzen Tag gedreht. Ich hoffe, man versteht mich, weil es ist hier ziemlich laut. Hier ist so eine Creator Lounge. Und jetzt gehen wir mal los, die anderen suchen. Oh! Entspannen! Freunde, ich habe mir jetzt hier den Finn geschnappt, denn ich habe mir überlegt, wir machen eine Runde Fernsteuern auf der Gamescom. Es werden natürlich peinliche und cringe Sachen sein. Ich würde sagen, let's go! Okay, Freunde, ich würde sagen, Finn, du gehst jetzt mal los. Und ja, lauf mal, Bruder, lauf mal. Und du gehst jetzt erstmal zu einem Stand hin, Digga. Zu so einem Red Bull-Stand oder so. Und frag, okay, wo denn der Jarak-Stand ist. Oh, nee, Bruder. Ah, komm. Und am Ende weißt du, was das bedeutet. Entschuldigung. Entschuldigung. Geil! Ich wollte mal ganz kurz fragen, wissen Sie zufällig, wo der Jarak-Strand ist? Ja. Das ist lustig, oder? Nee. Ich hab andere. Weißt du nicht, wo der Jarak-Strand ist? Oder er so, denkst du, bist lustig oder was, Bruder? Was machst du hier mit mir? Okay, ich würde sagen, wir steppen mal weiter in die Halle, Bruder. Ja, gerne, mach ein Foto. Okay, Bruder, jetzt ganz, ganz wichtig. Sag, du willst das Foto machen, Digga. Nimm das Handy in die Hand, mach ein Selfie und renn einfach mit dem Handy kurz so 10 Meter weg, Digga. Okay, warte, ich mach Foto, ich hab's gut. Das ist so asozial. Okay, gib ihn wieder, Bruder. Es tut mir leid, Bruder. Okay, wir steppen jetzt mal rein, Bruder, in die Halle, Digga. Es geht weiter. Das ist literally das Unangenehmste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Digga, danke dafür. Such mal einen Stand auf, wo man irgendwas spielen kann, Digga. Ah, da hinten, glaube ich, Samsung-Display, Digga. Ich darf endlich ganz normal spielen, Digga. Ich küsse dein Herz. Nein. Du spielst, aber du rastest komplett aus, Digga. Schreist so, Digga, was ein Rotspiel, Junge. So eine Scheiße, klopfst du auf den Tisch, Digga. Und irgendwann stehst du dann einfach random auf und gehst weg, Digga. Digga, wir fliegen hier raus, wenn ich das mache. Das ist schon klar, ne? Wir fliegen hier raus, Bruder. Passiert, Digga, passiert. Entschuldigung, darf ich da zocken? Ist da frei? Ja, ah, super, okay, danke. Okay. Sehr, sehr geil. Und jetzt zockst du einfach so, Bruder. Und irgendwann, Bro, rastest du halt wirklich aus. Mann! Was soll das, Mann? Warum bin ich gerade gestorben? Ich hab nichts gemacht. Noch ein bisschen lauter, Bruder, rastest du richtig aus. So ein Scheiß-Game. Mann, du ein Scheiß-Game, Mann. Das kann doch nicht sein. Mann, ich hab keinen Bock mehr, wirklich. Warum stirbst du die ganze Zeit? Okay, steh auf, geh raus, Bruder. Mann, ey, wirklich, also so ein Kackspiel, wirklich. Das ist ja wirklich unglaublich. Ist das dein Scheiß-Ernst, Mann? Bruder, du bist der Beste. Ich schwöre, er zieht so durch. Bruder, was machst du mit mir? Ich kann mich hier nie wieder blicken lassen. Das war's. Okay, Freunde, jetzt kommt der Teil des Videos, auf den ich absolut keinen Bock habe. Und ich sehr viel Bock. Und zwar werde ich jetzt gefernsteuert. Ich ruf dich mal an, Bruder, mein Bester. Aber du musst auch so durchziehen wie ich gerade. Ich zieh durch, Bro. Okay, was soll ich machen? Sag an, Bruder. Okay, Bruder, ich hab was. Siehst du diese Schlange da hinten? Die hier geradeaus. Ja. Bei dieser Schlange, da stehen sie jetzt, dass Leute bestimmt so eine Stunde, zwei Stunden an, um dran zu kommen und zu zocken. Bro, ich ahn schon, was sie kommt. Einfach vordringen, Digga. Und jetzt kommen sie, wenn sie sagen, ey, Bruder, du drängst dich vor, der ist machbar nicht. Dann zeigst du hier VIP, Digga, sagst, ey, Bruder, ich bin VIP. Ich hab nicht mal VIP, Digga. Ja. Okay. Easy. Ja, okay. Bruder, jetzt hast du VIP, Digga. So einfach geht das. Bro, das sind Securities. Ja, Bruder, aber du sagst auch Security, ey, Bruder, ich bin VIP, ich darf dir vor. Sorry, Entschuldigung. Darf ich durch? Das funktioniert einfach. Entschuldigung.
Digga, hä? Ich bin einfach drin, Digga. Das funktioniert einfach, hä? What the fuck? What the fuck, Digga? Okay, und jetzt, Digga? Ja, ist da so confident gerade reingelaufen? Keiner hat irgendwas, irgendwelche Fragen gestellt. Die Security gestellt. Hat was gesagt, Digga. Ich meine, die Security sagt irgendwas. Bruder, das war die einfachste Aufgabe ever, Alter. Hä? Was soll ich dir sagen, Digga? Ich bin einfach reingelaufen. Keiner hat überhaupt irgendwas gesagt. Siehst du diese Bühne? Da stehen gerade irgendwie bestimmt so 1000 Menschen davor. Und du wirst jetzt an alle Leute auf die Bühne vorbeigehen. Du wirst jetzt genau dasselbe machen, weil das war gerade ein bisschen zu einfach. Du wirst jetzt genau dasselbe machen, wirst einfach auf die Bühne gehen und wirst deinen Song singen. Nicht von dieser Welt. Nein, Bro. Nein, Digga. Jetzt, wir brauchen erstmal jetzt eine Bühne. Wo ist eine Bühne? Hier ist eine Bühne, Bro. Okay, aber ganz laut schreien, jetzt ganz laut schreien, Fan treffen Living Ray. Fan treffen Living Ray, was geht ab? Yeah! Okay, sag, ich habe ein angemeldetes Fan treffen. Ich bin VIP. Egal. Geht das nicht? Okay. Sorry. Okay. Bruder, was war denn das, Digga? Bro, sie sagt direkt, komm runter, ist mir scheißegal, wenn du VIP bist. Digga, die haben es nicht so gern gesehen. Okay, Freunde, ich habe jetzt noch zwei andere nette Leute gefunden. Hallöchen, Popöchen. Und ich bin jetzt mal gespannt, was auf mich zukommt. Ich habe absolut Bock. Okay, Freunde, ich setze mich immer auf an der Cover hin. Bruder, ich bin da. Sag, was ich machen soll, Bruder. Okay, links. Geh zum Security-Typen. Los, jetzt. Wo? Links. Frag ihn, ob du einen Witz erzählen kannst. Sorry. Darf ich dir einen Witz erzählen? Es war einmal eine kleine Katze. Jetzt sag ich gar nichts mehr. Jetzt schrei richtig laut. Random. Schrei richtig laut. Schrei los. Ah! Ich hab einen Schaden laut ihm, Digga. Ist das unangenehm, Digga? Ist das unangenehm? Okay, pass auf. Jetzt gehst du. Der hasst dich komplett. Jetzt gehst du zu dem Typen da mit den weißen Sneakern. Ja. Coole Schuhe. Ey, coole Schuhe. Feier ich. Spaß ist nicht so geil. Spaß, ich feier die doch nicht so. Oh, die Frau. Geht's zu der Frau? Ja. Die Frau. Sorry, kann ich sie was fragen? Entschuldigung. Sorry, darf ich Sie ganz kurz was fragen? Wo ist Aaron? Wo ist Abeda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 b